Addis Ababa Märchen- und Gute-Nacht-Geschichten für Kinder. Rotkäppchen. Es war einmal ein junges Mädchen und ihre Mutter, die zusammen im Wald lebten. Jedes Mal, wenn das Mädchen aus dem Haus ging, trug es das rote Kapuzencape, das ihre Großmutter für sie gestrickt hatte. Deswegen nannten sie alle nur Rotkäppchen. Am 31. Dezember bereitete ihre Mutter das Essen für die Silvesterfeier vor. Rotkäppchen kam zu ihrer Mutter in die Küche. Mama, ich freue mich so. Morgen beginnt das neue Jahr. Wird Großmutter heute Abend dazukommen? Deine Großmutter ist krank, mein Schatz. Ich glaube nicht, dass sie es heute Abend schaffen wird. Ich backe ihr gerade ein paar Plätzchen. Darf ich die Plätzchen zu Großmutter bringen? Nein, mein Schatz, es ist zu kalt. Du bleibst zu Hause. Ich werde gehen und ihr die Plätzchen bringen. Und ich mache ihr einen Kräutertee, damit sie schnell wieder gesund wird. Aber bitte, Mama. Du hast doch hier so viel vorzubereiten. Ich beeile mich auch. Na gut, aber zieh dich warm an. Also zog Rotkäppchen ihre Stiefel und ihr Cape an, nahm den Korb, den ihre Mutter vorbereitet hatte, und machte sich auf den Weg. Komm nicht vom Waldweg ab. Und bitte komm zurück, bevor es dunkel wird. Okay, Mama. Es war wirklich eisig kalt. Der ganze Wald war von Schnee bedeckt. Aber Rotkäppchen gefiel das sehr und sie lief fröhlich durch den Wald. Tief im Wald lebte ein junger Jäger. Er war auf der Jagd nach einem Wolf, der in die Häuser der Dorfbewohner einbrach und deren Essen klaute. Ich hätte nicht gedacht, dass ich an Silvester ganz alleine sein würde, aber heute werde ich endlich den großen bösen Wolf fangen. Und damit werden alle das neue Jahr etwas glücklicher beginnen. Der Wolf hatte die Dorfbewohner den ganzen Winter in Angst versetzt und er war nun auf der Suche nach seinem Abendessen. Ich hasse den Schnee, finde nie etwas zu essen. Zur gleichen Zeit lief Rotkäppchen ahnungslos durch den Wald. Sie traf auf ein Rehkitz, das ganz alleine im Wald war. Das arme kleine Reh zitterte vor Kälte. Du armes Rehkitz, dir muss so kalt sein. Vorsichtig schlich Rotkäppchen sich an das Rehkitz heran. Aber das Reh erschrak sich und rannte davon. Hey, lauf doch nicht weg! Ich will dir nichts tun! Ich will dir nur helfen! Also lief Rotkäppchen hinter dem Reh her, tiefer in den Wald hinein. Aber das Rehkitz lief so schnell, dass Rotkäppchen es bald aus den Augen verlor. Rotkäppchen lief noch für eine Weile weiter, aber dann gab sie auf. Sie sah sich um und bemerkte, dass sie weit vom Weg abgekommen war. Sie war nun in einem Teil des Waldes, in dem sie vorher noch nie gewesen war. Und weil alles mit Schnee bedeckt war, wusste sie nicht, wie sie zurück zum Weg kommen sollte. Also folgte sie ihren Fußabdrücken zurück durch den Schnee. Aber nach kurzer Zeit waren ihre Fußabdrücke zugeschneit. Als ihr klar wurde, dass sie sich verlaufen hatte, begann Rotkäppchen zu weinen. Was mache ich denn jetzt? Hallo? Hilfe! Hilfe! Kann mich irgendjemand hören? Hallo? Und tatsächlich hörte sie jemand. Aber dieser jemand war der große, böse Wolf. Hallo? Ist irgendjemand hier? Der Wolf folgte der Stimme, die er aus dem Wald hörte. Und bald entdeckte er Rotkäppchen im Schnee. Der Wolf lief auf sie zu. Als sie ihn erblickte, erschrak sie sich und begann zu schreien. Hilfe! Hilfe, der Wolf greift mich an! Hilfe! Zu Hilfe! Psst! Schrei doch nicht. Ganz ruhig. Ich tu dir nichts. Ich habe dich rufen gehört und wollte dir zur Hilfe kommen. Rotkäppchen war erst misstrauisch, aber dann glaubte sie dem Wolf. Also hörte sie auf zu schreien.
Und jetzt sag mal, was macht ein kleines Mädchen wie du ganz alleine im Wald? Ich wollte meiner kranken Großmutter Plätzchen bringen, aber ich habe mich verlaufen. Oh, na hier im Wald kann man sich ja auch leicht verirren. Wo wohnt deine liebe Großmutter denn? Rotkäppchen wollte dem Wolf nicht verraten, wo ihre Großmutter wohnte, weil sie ihm doch immer noch nicht so ganz vertraute. Ich kann Großmutters Haus von hier nicht finden, aber wenn du mich zurück zum Waldweg führst, dann kann ich es dir von dort aus zeigen. Na gut, dann komm mal mit mir mit. Also ging der Wolf los und Rotkäppchen folgte ihm zurück zum Waldweg. Aber der böse Wolf hatte einen Plan ausgeheckt. Wenn wir am Waldweg ankommen, wird sie mir zeigen, wo ihre Großmutter wohnt. Und dann kann ich zuerst sie und dann ihre Großmutter fressen. Das nenne ich mal einen Neujahrsschmaus. Nach kurzer Zeit kamen der Wolf und Rotkäppchen am Waldweg an. So, da sind wir. Und erinnerst du dich, wo das Haus deiner Großmutter ist? Rotkäppchen wollte den Wolf nur noch loswerden, damit sie so schnell wie möglich zum Haus ihrer Großmutter laufen und ihr die Plätzchen bringen konnte. Von hier aus kann ich alleine weiter. Es ist wirklich nicht so weit weg. Es ist das rote Haus am Ende des Waldes. Da fiel Rotkäppchen auf, dass sie sich verplappert hatte. Aber jetzt war es zu spät. Wirklich? Der Wolf öffnete sein Maul, lief auf Rotkäppchen zu, aber als er einen Gewehrschuss hörte, drehte er sich sofort um und rannte panisch davon. Rotkäppchen war sehr erleichtert und sie lief so schnell sie konnte zum Haus ihrer Großmutter. Zur gleichen Zeit suchte der Jäger immer noch nach dem Wolf. Er entdeckte seine Fußabdrücke im Schnee. Ich weiß, du bist hier. Ich werde dich finden. Nach diesem ereignisvollen Waldspaziergang kam Rotkäppchen nun endlich am Haus ihrer Großmutter an. Sie klopfte an die Tür und sie hörte ihre Großmutter von drinnen rufen. Die Tür ist offen, mein Kind. Komm herein. Rotkäppchen war etwas überrascht, als sie die Stimme ihrer Großmutter hörte. Das klingt aber nicht wie Großmutter. Vielleicht hört sie sich so an, weil sie krank ist. Also öffnete Rotkäppchen die Tür und trat ein. Alle Vorhänge waren zugezogen. Und in dem dunklen Zimmer lag ihre Großmutter im Bett. Mit der Bettdecke bis zur Nase hochgezogen. Ich freue mich so, dass du hier bist. Was hast du mir denn mitgebracht? Mutter hat dir Plätzchen gebacken. Sie hat mir gesagt, dass du krank bist und heute Abend nicht zum Essen kommen kannst. Also dachte ich bringe dir welche. Das ist so lieb von dir. Komm näher, damit ich dich besser sehen kann. Rotkäppchen ging näher an das Bett ihrer Großmutter heran. Aber sie hatte ein mulmiges Gefühl im Bauch. Näher, mein Kind, komm etwas näher. Rotkäppchen stand nun nur ein paar Schritte vom Bett ihrer Großmutter entfernt. Aber ihre Großmutter sah wirklich ungewöhnlich aus. Großmutter, was ist passiert? Warum hast du so große Ohren? Damit ich dich besser hören kann. Und warum sind deine Augen so groß? Damit ich dich besser sehen kann. Und was ist mit deinen Armen? Warum sind deine Arme so lang? Damit ich dich besser umarmen kann. Und deine Zähne? Warum sind deine Zähne so spitz? Damit ich dich besser fressen kann. Der Wolf sprang aus dem Bett und versuchte, sich Rotkäppchen zu schnappen. Komm zurück, du kannst mir nicht entkommen. Rotkäppchen lief so schnell sie konnte aus dem Haus und rannte davon. Aber der Wolf war zu schnell für sie und er holte sie bald ein. Gerade als er kurz davor war, sie zu schnappen, blieb sein Fuß stecken.
Und plötzlich fand er sich in der Luft von einem Baum hängend wieder. Rotkäppchen blieb stehen und sah sich um. Und sie sah, dass der Wolf in einer Falle gefangen war. Sie ging zu ihm herüber. Sag mir, du böser Wolf, wo ist meine Großmutter und was hast du ihr angetan? Sag schon! Er hat dir nichts getan, keine Sorge. Rotkäppchen hörte eine Stimme hinter sich. Und sie sah den jungen Jäger auf sich zukommen. Deiner Großmutter geht es gut. Sie ist in meinem Haus. Als ich hörte, dass sie krank ist, habe ich sie zu mir geholt, um sie zu beschützen. Und ich habe dem Wolf eine Falle gestellt. Zum Glück habe ich ihn gefangen, bevor er dir etwas antun konnte. Erst ist er ins Haus meiner Großmutter eingebrochen und dann hat er ihre Kleider angezogen und wollte mich damit täuschen. Ich wusste, dass da etwas Seltsames vor sich ging. Komm, lass uns zu deiner Großmutter gehen. Der Wolf kann hier über die Nacht hängen. Und ich kümmere mich morgen um ihn. Also liefen der Jäger und Rotkäppchen zurück zum Haus des Jägers. Der Wolf rief ihnen nach. Hey, lasst mich hier nicht so ganz alleine. Es war schon fast Nacht, als Rotkäppchen, ihre Großmutter und der Jäger an Rotkäppchens Haus ankamen. Ihre Mutter erwartete sie vor dem Hause. Als sie ihre Tochter sah, freute sie sich sehr. Mein Kind, wo bist du gewesen? Und Mutter, du bist hier. Was ist denn passiert? Ich werde dir alles erzählen, Mutter. Aber zuerst muss ich mich entschuldigen. Ich habe nicht auf dich gehört und ich habe den Waldweg verlassen. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, was passiert ist. Ich werde nie wieder nicht auf dich hören. Rotkäppchen, ihre Mutter, ihre Großmutter und der Jäger verbrachten den Silvesterabend gemeinsam. Und sie aßen und tanzten ihren Weg in das neue Jahr. Und der Wolf hatte den langweiligsten Silvesterabend, den er je gehabt hatte. Es war einmal eine schlaue Frau in einem weit entfernten Dorf, die überhaupt nicht gerne arbeitete. Diese Frau hatte zwei Töchter namens Emily und Emma. Emma war ein faules und unbegabtes Mädchen. Emily dagegen war ein sehr fleißiges und sehr talentiertes Mädchen. Aber ihre Mutter liebte Emma mehr, weil sie jünger war und sie immer noch wie ein Baby behandelte. Deshalb ließ sie Emily die ganze Arbeit machen. Emily, komm schon, mach die Reinigung fertig und mach einen Kreuzstich und bring ihn zum Verkauf. Wegen der Faulheit ihrer Mutter und ihrer Schwester ging nur Emily nachmittags auf den Markt und verkaufte ihre handgefertigten Kreuzstiche. Wenn sie nach Hause kam, kochte ihre Mutter nur für Emma. Emily hingegen versuchte, sich satt zu fühlen, indem sie die Reste der Mahlzeiten aß. Eines Tages ging Emily nach draußen an den Rand des Brunnens, um einen Kreuzstich zu machen. Mit der Häkelnadel in der Hand begann sie, ihr Kreuzstichmuster zu sticken. In diesem Moment sprang plötzlich ein Hahn auf sie zu und begann zu krähen. Kikeriki! Kikeriki! Aua! Was machst du denn da, Hahn? Geh von meinem Kopf! Oh nein, mein Kreuzstich! Emily war so traurig, dass sie ihr Kreuzstichmuster in den Brunnen fallen ließ. Wenn meine Mutter davon erfährt, wird sie sehr wütend sein. Oh, was soll ich jetzt nur tun? Kikeriki! Benutz dein Hirn, verdammt! Benutz dein Eimer! Kikeriki! Emily griff, wie der Hahn gesagt hatte, nach dem Eimer, der im Brunnen hing. Sie wollte den Eimer gerade in die Hand nehmen, als sie für einen Moment das Gleichgewicht verlor und in den Brunnen fiel. Als Emily die Augen öffnete, fand sie sich in einem Garten voller bunter Blumen wieder. Was für ein schöner Ort! Wo bin ich denn gelandet? Als sie eine Weile gelaufen war, tauchte ein Kaninchen vor ihr auf. Hilf mir bitte! Ich krieg diese Karotte einfach nicht raus! Aha.
Emily ging ihm sofort zur Hilfe und zog die Karotte, die das Kaninchen wollte, mit einer Bewegung aus dem Boden. Oh, wie lecker! Danke! Während das Kaninchen fröhlich davonlief, ging Emily ihren eigenen Weg. Etwas weiter vorne sah sie eine Rose, die gerade trocknete. Hey, bring mir etwas Wasser, ich verdurste. Emily ging sofort zum Brunnen, um den Wunsch der Rose zu erfüllen, nahm etwas Wasser in ihre Handfläche und goss es in die Wurzeln der Rose. Die Rose wurde wiederbelebt und verströmte einen wohlriechenden Duft. Ich danke dir. Dank dir wird mein Leben länger sein. Emily setzte ihren Weg fort. Nach einer Weile kam sie an einem Haus vorbei. Vor dem Haus stand eine seltsame Frau, die wie eine böse Hexe aussah und sie anstarrte. Emily hatte solche Angst vor dieser Frau. Sie wollte sofort von dort verschwinden. Du brauchst keine Angst vor mir zu haben, mein Kind. Komm, ich hab dir was zu zeigen. Komm her. Emily ging neugierig auf die Frau zu. Mein Name ist Holle. Alle lieben mich sehr. Wenn du dich gut um mein kleines Haus kümmerst, kannst du so lange bleiben, wie du willst. Alles, was du tun musst, ist, jeden Morgen mein Bett mit Federn zu bedecken. Ich weiß sowieso nicht, wie ich nach Hause komme. Ich kann eine Weile bei dir bleiben. Emily kümmerte sich sehr gut um das Haus, wie Mutter Holle es wollte. Jeden Morgen, ohne sich zu langweilen, versäumte sie es nicht, das Bett von Frau Holle mit Federn zu bedecken. Mutter Holle liebte Emily sehr und so bereitete sie ihr abends sehr gute Mahlzeiten zu. So vergingen die Tage. Obwohl Emily hier sehr glücklich war, begann sie ihr richtiges Zuhause zu vermissen. Frau Holle, du weißt, dass ich dich sehr liebe, aber ich möchte jetzt nach Hause. Oh, Emily, ich bin so froh, dass du für mich gearbeitet hast und mich begleitet hast. Natürlich kannst du jetzt nach Hause gehen. Ich mache dir den Weg bereit. Oh, danke, Frau Holle. Frau Holle brachte Emily zu einer großen goldenen Tür. In dem Moment, als Emily durch diese Tür ging, war sie mit brandneuen Kleidern und Gold bedeckt. Ein kleines Geschenk an dich für die liebevolle Zusammenarbeit mit mir. Hier ist eine Häkelnadel und Kreuzstich, die du in den Brunnen geworfen hast. Vielen Dank, Frau Holle. Du bist ein sehr guter Mensch. Später bedeckte Mutter Holle Emilys Augen mit ihren Händen und bat sie, bis drei zu zählen. 1, 2, 3. Als Emily die Augen öffnete, fand sie sich vor ihrem Haus wieder. Kikeriki! Emily ist zurück! Sie ist jetzt ein goldenes Mädchen! Als sie Emily sahen, konnten ihre Mutter und ihre Schwester Emma ihre Überraschung nicht verbergen. Aber wie, aber wo? Wo hast du denn so ein schönes Kleid gefunden? Emma, sei still. Meine liebe Tochter, ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Sag mir, wo hast du all diesen Goldschmuck denn gefunden? Emily erklärte alles der Reihe nach. In diesem Moment dachte ihre Mutter, dass Emma dasselbe tun könnte. Sie schickte Emma gierig an den Rand des Brunnens. Emma warf das Kreuzstichmuster und die Häkelnadel in den Brunnen. Auch sie sprang ihnen hinterher. Als sie die Augen öffnete, befand sie sich in dem geheimnisvollen Garten, aus dem Emily gekommen war. Nachdem sie eine Weile gelaufen war, sah sie ein Kaninchen. Das Kaninchen bat Emma um Hilfe, um die Karotte aus dem Boden zu holen. Oh, ich kann mir doch für ein Kaninchen nicht die Hände schmutzig machen, hä?
Emma ging weg, ohne dem Kaninchen zu helfen. Vor sich sah sie eine Rose, die zu vertrocknen drohte. Die Rose bat sie um Hilfe. Ich kann dir kein Wasser geben, denn du hast Dorn und die könnten in meinen Händen stecken bleiben. Das wäre schrecklich. Emma ging, ohne der Rose zu helfen. Schließlich stieß sie auf das Haus von Frau Holle. Ich habe gehört, Sie brauchen jemanden, der hier arbeitet. Sie könnten mir einen Job geben. Frau Holle sagte Emma, was sie zu Hause zu tun hatte. Erinnere dich, jeden Morgen wirst du Federn auf mein Bett legen. Emma war mit allem einverstanden. Am ersten Tag arbeitete sie gut und legte die Federn ordentlich auf das Bett. Aber in den nächsten Tagen begann sie, die Arbeit zu meiden. Das Haus wurde von Tag zu Tag schmutziger und Emma kümmerte sich nicht um die Federn auf Frau Holles Bett. Frau Holle war wütend, als sie sah, dass Emma nicht wie versprochen arbeitete. Es ist nun Zeit für dich, endlich nach Hause zu gehen. Emma war überglücklich, als sie das hörte, denn sie wollte so schnell wie möglich zu Goldschmuck und schönen Kleidern kommen. Ja, ich muss meinen Preis holen und nach Hause gehen. Frau Holle brachte sie zum goldenen Tor. Als Emma durch das Tor ging, regnete es statt Gold Schlamm auf sie herab. Was ist denn hier los? Was ist das? Diese Tür hat kein Gold auf dich regnen lassen, weil du die Dinge nicht richtig gemacht hast. Jetzt zähle bis drei und geh nach Hause. Eins, zwei, drei. Dann fand sie sich im Garten ihres Hauses wieder. Als der Hahn sie sah, begann er zu krähen. Kikeriki! Emma ist zurück. Sie ist jetzt ein Schlammmädchen. Kikeriki! Ihre Mutter und ihre Schwester Emily waren schockiert, als sie sie im Schlamm sahen. Emma erzählte ihnen, dass diese schlammigen Kleider ihre Belohnung dafür waren, dass sie die Aufgaben, die Frau Holle ihr aufgetragen hatte, nicht richtig erledigt hatte. Von diesem Tag an verstand Emma, wie wichtig es ist, eine Aufgabe mit Liebe zu erledigen. Und sie wurde klüger und fing an, Kreuzstiche zu machen, genau wie ihre ältere Schwester Emily. So lebten die beiden Schwestern ein Glück. Im weit, weit entfernten Morgenland gab es einen armen, aber gutherzigen kleinen Jungen namens Aladdin. Dieser junge Mann würde alles tun, um seiner lieben Mutter zu helfen. Und in dem herrlichen Palast des Landes hatte der Sultan eine schöne Tochter. Ihr Name war Jasmin. Jasmin lebte im Überfluss, aber sehr einsam. So sehr, dass ihr einziger Freund im Palast ein winziger bunter Kolibri namens Rin war. Manchmal ging Jasmin, ihr Gesicht mit einem Schleier bedeckt, auf den Markt. Sie ging also unter den Menschen und vergaß ihre Einsamkeit für einen Moment. Eines Tages machte sich Aladdin an die Arbeit mit einer Schaufel in der Hand. Auf dem Weg dorthin sah er einen Mann am Brunnen stehen. Hey Junge, kannst du mir kurz helfen? Ja, natürlich, Sir. Was kann ich tun? Siehst du dieses Gold in meiner Hand? Wenn du tust, was ich dir sage, kann das noch viel mehr werden. Aladdin willigte ein, dem Mann zu helfen. Ich habe etwas in den Brunnen fallen lassen. Da dein Seil herunterschwingt, möchte, dass du es aufhebst und mir zurückbringst. Aladdin schaute in den Brunnen. Es war dunkel im Brunnen, bei dem kein Boden zu sehen war. Auch wenn er große Angst hatte, ging er hinunter, indem er sich festhielt an dem Seil für das Gold, das der Mann versprochen hatte. Als er den Grund des Brunnens erreichte, nahm er ein Streichholz aus seiner Tasche und entzündete es.
In diesem Moment sah er, dass der schwarze Brunnen mit funkelnden Juwelen glänzte. Junge, da ist eine alte Lampe. Nimm sie und komm zurück. Aladdin hatte die alte Lampe gefunden, von der der Mann gesprochen hatte. Aber er hat nicht verstanden, warum der Mann diese schäbige Lampe mitnehmen wollte, aus all dem Gold und Schmuck. Dann hielt er sich an dem Seil fest und kletterte mühsam nach oben. Lass mich die Lampe halten, damit du besser rauskommst. Sobald ihm Aladdin die Lampe in die Hand gab, ließ der Mann das Seil in seiner Hand los. Oh nein! Aladdin hat in Panik das Ende der Lampe erwischt. Lass meine Lampe los! Lass sie los! Auf keinen Fall! Nein! Wenn ich loslasse, werde ich fallen! Während der Mann versuchte, seine Lampe zu retten, fielen Aladdin und die Lampe zusammen mit einem lauten Geräusch auf den Grund des Bodens. Nein! Meine Lampe! Meine Lampe! Obwohl Aladdin versuchte, aus dem Brunnen zu kommen, als er das Bewusstsein wiedererlangte, konnte er es nicht schaffen. Er wartete tagelang auf jemanden, der ihm hilft. Aber es kam niemand vorbei. Aladdin war hilflos. Er zündete ein Streichholz an und sah sich ängstlich um. Dann sah er einen Ring auf dem Boden. Als er den Ring an seinen Finger steckte, umgaben ihn die Lichter. Der Besitzer dieses Rings ist mein Meister. Du hast nur 3 Wünsche frei. Sag, was immer du willst. Ich will sofort aus diesem Brunnen raus. Der Riese erfüllte Aladdins Wunsch. Aladdin lief nach Hause mit der Lampe in seiner Hand. In diesem Moment stieß er mit Jasmin zusammen, die auf dem Markt herumlief. Als Jasmin ihren Schleier öffnete, wusste Aladdin nicht, was er sagen sollte, im Angesicht der Schönheit, die er sah. Oh, Entschuldigung, ich bin in Eile, es tut mir leid. Aladdin ist weggelaufen, ohne zu wissen, wer sie war. Aber Jasmin, die ihm nachblickte, hat sich auf den ersten Blick in Aladdin verliebt. Außer Atem zu Hause angekommen, hat Aladdin seiner Mutter alles erzählt, was geschehen war. Und seine Mutter wollte sauber machen, die nutzlose Lampe reinigen und sie verkaufen. Aber während sie den oberen Teil der Lampe abwischte, bedeckte ein Rauch plötzlich alles. Ein Flaschengeist erschien aus dem Rauch. Ich war so lange in dieser Lampe. Da du mich gerettet hast, kannst du dir wünschen, was du willst. Aladdin und seine Mutter schauten sich verwirrt um. Ich möchte einen wunderbaren Tisch, voll von Milch und Honig. Plötzlich erschien ein perfekter Tisch mit allen möglichen Speisen vor ihnen. Innerhalb von ein paar Monaten wurden Aladdin und seine Mutter sehr reich, dank des Flaschengeistes. Die ganze Zeit über waren Aladdins Gedanken bei dem schönen Mädchen, mit der er auf dem Markt zusammengestoßen war. Auf der anderen Seite erfuhr der Sultan, dass seine Tochter Jasmin heimlich auf den Markt ging und sperrte sie in ihrem Zimmer ein. Jasmin auf der anderen Seite verbrachte ihre Tage im Zimmer und träumte von Aladdin. Nach einer Weile erfuhr der Sultan von Aladdins Reichtum. Der Sultan rief ihn in den Palast, um den Grund für diesen Reichtum herauszufinden. Eure Majestät, euer Wunsch ist mir Befehl. Ich habe von deinem legendären Reichtum gehört. Ich bitte dich um einen prächtigen Palast und 40 Soldaten mit Händen voller Gold. Mal sehen, ob du wirklich so reich bist. Beim Verlassen des Palastes, in Gedanken versunken, trafen sich Aladdin und Jasmins Augen. Und er erkannte, dass diese schöne Prinzessin das Mädchen war, mit dem er auf dem Markt zusammengestoßen war. Er ging sofort weg, um den Flaschengeist um einen Wunsch zu bitten. Seht ihr, Rin? Das war er. Er war der Junge, den ich auf dem Markt getroffen habe. Jasmin rannte und bettelte auf gebeugten Knien. Mein Sultan, mein Vater, ich habe mich in diesen Mann verliebt. Ich will ihn heiraten und glücklich bis ans Ende meiner Tage leben. Warte mal, meine Wünsche sind doch noch gar nicht erfüllt worden.
Aladin erzählte aufgeregt dem Flaschengeist die Wünsche des Sultans. Der Flaschengeist schnippte mit den Fingern und ein riesiger Palast, 40 Soldaten und eine Truhe voller Gold tauchten vor ihnen auf. Ich danke dir vielmals. Vielleicht kann ich jetzt Jasmin heiraten. Am nächsten Tag kam Aladin im Palast an, mit 40 Soldaten hinter ihm. Als der Sultan die Soldaten sah und die Geschenke vor ihnen, war er sehr beeindruckt von diesem Reichtum. Und er sagte Aladin, dass er seine Tochter heiraten könne. In der nächsten Woche haben Aladin und Jasmin geheiratet, mit einer prächtigen Hochzeit. Eines Tages, als Aladin nicht zu Hause war, kam ein Verkäufer in den Palast. Ich sammle den Müll. Ich bin ein Müllsammler. Ein Müllsammler. Als sie das hörte, warf Jasmin die alte Lampe durch das Fenster in das Haus zu dem Verkäufer. Aber dieser Verkäufer war der böse Mann, der Aladin im Brunnen zurückgelassen hat. Sobald er die Lampe genommen hatte, streichelte er sie und bat den Flaschengeist, ihn mit dem Palast und der Prinzessin weit wegzubringen. Der Flaschengeist tat, was der Mann wollte. Als Aladin zurückkehrte, sah er, dass der Palast und die Prinzessin nicht an ihrem Platz waren. Meine Prinzessin, mein Palast, wo sind Sie denn hin? Wo seid ihr? Aladin dachte an den Ring, den er im Brunnen gefunden hat. Sofort steckte er sich den Ring an den Finger und in diesem Moment war die Umgebung mit Lichtern bedeckt und in der Mitte erschien ein Riese. Sprich, was ist deine Bitte an mich? Du hast noch 2 Wünsche frei. Aladin hat sich gewünscht, zu Jasmin zu gehen. Der Riese klatschte in die Hände und Aladin fand sich auf einem fliegenden Teppich wieder. Dieser Teppich wird dich zu Jasmin führen. In der Tat brachte der fliegende Teppich ihn zu seinem Palast, mitten in der Wüste. Aladin stieg vom Teppich ab und ging irgendwo hin. Und er sah, dass Jasmin den Bösewicht diente. Und die Lampe lag auf dem Schoß des Mannes. Aladin steckte den Ring wieder an seinen Finger und äußerte seinen letzten Wunsch. Ich möchte, dass du diesen Fiesling in einen Vogel verwandelst. Der Riese erfüllte diesen Wunsch und der Mann verwandelte sich sofort in einen Vogel. Aladin eilte sofort zu Jasmin und umarmte sie. Aladin nahm die alte Lampe in die Hand und streichelte sie und bat den Flaschengeist, den Palast an den alten Ort zu bringen. Sehr wohl, mein Herr. Der Palast kehrte zurück an seinen früheren Platz, in dem sie in den Himmel flogen. Während Aladin und Jasmin tanzten und dachten, dass ihr Glück für immer anhalten würde, fiel die Lampe auf den Boden. Sie waren sich noch nicht bewusst, dass der Geist entschlüpft. Es war einmal in einem kleinen Dorf ein alter Spielzeugmacher namens Geppetto. Er verkaufte Spielzeug, das er aus Holz schnitzte. Das Einzige, was er in seinem Leben bereute, war, dass er keine Kinder hatte. Eines Tages, als er im Wald spazieren ging, fand er genau das richtige Stück Holz für ein neues Spielzeug. Genau, wonach ich gesucht habe. Ich werde eine wunderbare Marionette daraus machen. Geppetto lud das Stück Holz auf seinen Rücken und brachte es in seine Werkstatt. Er stellte es auf den Tisch und begann zu schnitzen. Aber plötzlich passierte etwas Unerwartetes. Er hörte eine Stimme aus dem Holz kommen. Ah! Geppetto war sehr erstaunt. Aber er war sich sicher, dass er sich die Stimme eingebildet hatte. Er schnitzte weiter, aber hörte die Stimme sofort wieder. Ich werde wohl alt. Ich höre Stimmen. Geppetto arbeitete weiter. Erst machte er den Kopf der Marionette,
und dann die Arme und Beine. Als die Marionette fertig war, setzte Geppetto sie auf einen Stuhl und begann aufzuräumen. Plötzlich hörte er wieder die Stimme. Hallo! Geppetto sah sich verwundert um, aber er konnte niemanden außer der Holzpuppe sehen. Also ging er weiter seiner Arbeit nach. Nach kurzer Zeit sprang die Puppe von ihrem Stuhl und begann im Raum herumzutanzen. Der Anblick ließ Geppetto beinahe in Ohnmacht fallen. Um Gottes Willen, die Marionette ist lebendig! Natürlich war sie kein echtes Kind, aber sie lachte, sprach und spielte wie eins. Geppetto nahm die Marionette in die Arme. Von jetzt an soll dein Name Pinocchio sein, mein Sohn. Geppetto und Pinocchio lebten glücklich zusammen. Als es Zeit für Pinocchio war, in die Schule zu gehen, hatte Geppetto nicht genug Geld, um ihm Schulsachen zu kaufen. Also verkaufte er seinen Mantel und gab Pinocchio das Geld. Pinocchio nahm das Geld und machte sich freudig auf in die Schule. Auf dem Weg sah er sich die Geschäfte, die Leute und die Märkte an. Plötzlich sah er eine große Menschenmenge. Er mischte sich in die Menge, um herauszufinden, was vor sich ging. Weil er so klein war, konnte er sich einfach an allen vorbeischummeln, um nach vorne zu gelangen. Pinocchio sah ein großes, farbenfrohes Zelt. Es war ein Zirkuszelt. Der Clown vor dem Zelt rief die Gäste hinein. Pinocchio wollte sehen, was innen vor sich ging, aber der Clown stoppte ihn. Du kannst nicht einfach reingehen, ohne zu zahlen. Pinocchio dachte kurz nach und erinnerte sich dann an das Geld, das Geppetto ihm für die Schulsachen gegeben hatte. Ich habe etwas Geld. Er holte das Geld aus seiner Tasche und gab es dem Clown. In dem Zelt war so viel los. Pinocchio sah Puppen auf der Bühne in der Mitte des Zelts. Hey, die sind auch aus Holz. Pinocchio sprang auf die Bühne und tanzte mit den anderen Puppen. Aber die Zuschauer ärgerten sich über ihn. Der Zirkusdirektor, der über der Bühne die Strippen der Marionetten hielt, freute sich sehr, als er eine lebendige Marionette sah. Eine Marionette ohne Strippen würde mir eine Menge Geld machen. Dachte er. Und sobald die Show vorbei war, fing er Pinocchio ein und nahm ihn in einem Käfig gefangen. Pinocchio bereute es sehr, dass er nicht auf Geppetto gehört hatte und sofort zur Schule gegangen war. Er begann zu weinen. In diesem Moment tauchte eine Fee neben ihm auf. Sie hatte Mitleid mit ihm. Du hättest auf deinen Vater hören sollen, aber ich sehe, dass du dir deiner Schuld bewusst bist. Daher werde ich dir helfen, aber mache einen solchen Fehler nicht noch einmal. Pinocchio war sehr glücklich. Aber ich habe kein Geld. Wie soll ich denn jetzt zur Schule gehen? Die Fee sprach einen Zauberspruch und plötzlich hielt Pinocchio wieder Geld in der Hand. Verschwende das Geld dieses Mal nicht. Gehe direkt in die Schule. Die Fee half Pinocchio aus dem Zirkus heraus. Pinocchio sang vor Freude, als er sich erneut auf den Schulweg machte. La 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 la. Als sie Pinocchio so freudig singen sahen, schnitten der gerissene Fuchs und sein Freund die Katze Pinocchio den Weg ab. Sie hatten vor, ihm sein Geld abzuluxen. Wo gehst du denn so froh gestimmt hin? Ich kaufe Schulsachen und gehe dann zur Schule. Das ist nicht genug Geld für Schulsachen.
Wenn du unserem Rat befolgst, bekommst du noch viel mehr Geld. Was muss ich dafür tun? Du gibst uns das Geld und wir pflanzen es im verzauberten Feld. Und dort wächst dann für dich ein Geldbaum. Du kannst dann dein Geld pflücken kommen, wann immer du welches brauchst. Der naive Pinocchio glaubte dem Fuchs jedes Wort und gab ihm sein Geld. So schnell sie konnten, liefen der Fuchs und die Katze mit dem Geld davon. Als er alleine war, tauchte die Fee wieder neben Pinocchio auf. Warum bist du immer noch nicht in der Schule? Hast du von dem Geld, das ich dir gab, Schulsachen gekauft? Die Fee wusste ganz genau, dass Pinocchio das Geld dem Fuchs gegeben hatte. Sie warnte Pinocchio: Lüge mich nicht an, oder ich werde dich bestrafen. Pinocchio hörte nicht auf die Fee und log sie trotzdem an. Ich habe die Schulsachen gekauft, aber ich habe sie in der Schule vergessen. Sobald Pinocchio diesen Satz beendet hatte, begann seine Nase zu wachsen. Sagst du mir die Wahrheit? Weil er immer weiter log, wuchs Pinocchios Nase immer mehr. So lang, dass er noch nicht einmal mehr seinen Kopf bewegen konnte. Was ist das denn? Schließlich sah er seinen Fehler ein und erzählte der Fee die ganze Wahrheit. Da die Fee sah, dass Pinocchio seine Lügen bereute, ließ sie seine Nase wieder auf ihre normale Größe schrumpfen. Ich vergebe dir, weil du doch noch die Wahrheit gesagt hast. Und wiederum zauberte sie ihm das Geld zurück, das der Fuchs gestohlen hatte. Und sie warnte ihn erneut, das Geld nicht noch einmal zu verschwenden. Mit dem Geld in der Hand ging Pinocchio wieder laut singend weiter. Aber dieses Mal lief er auf eine weitere Gefahr zu. Der Zirkusdirektor, der ihn gefangen genommen hatte, stand direkt vor ihm. Er war sehr wütend, weil Pinocchio davongelaufen war. Er wollte ihn bestrafen. Er fing Pinocchio ein und warf ihn ins Meer. Als Pinocchio im Wasser landete, ging er nicht unter. Er schwamm an der Oberfläche, weil er aus Holz war. Pinocchio gefiel das sehr und er begann, seine Arme und Beine zu bewegen und zu schwimmen. Und dann, als er gerade dabei war, auf das Ufer zuzuschwimmen: Hey, was ist denn jetzt los? Wo bin ich? Pinocchio war plötzlich in einer dunklen Höhle. Er sah sich um, aber konnte keinen Ausweg sehen. Pinocchio war von einem riesen Fisch verschluckt worden und befand sich jetzt in dessen Bauch. Zur gleichen Zeit machte sich Geppetto große Sorgen um Pinocchio und er ging aus, um ihn zu suchen. Pinocchio! Pinocchio! Nach einer Weile erreichte er die Küste, wo Pinocchio ins Wasser gefallen war. Er fragte die Fischer, ob sie seinen Sohn gesehen hatten. Einer der Männer konnte sich an den Jungen erinnern und er sagte Geppetto, dass er gesehen hatte, wie er ins Wasser geworfen worden war. Geppetto bat die Fischer um Hilfe. Einer der Fischer wusste, dass Geppetto ein guter Mann war und er konnte ihm die Hilfe nicht verwehren. Er gab Geppetto ein kleines Boot, um Pinocchio zu suchen. Geppetto sprang in das Boot und ruderte aufs Meer. Nach einer Weile zog ein heftiger Sturm auf. Das kleine Boot konnte den hohen Wellen nicht mehr trotzen und kenterte. Geppetto trieb ganz alleine mitten auf dem Meer. Geppetto war alt und konnte nicht sehr gut schwimmen, also begann er langsam unterzugehen. In diesem Moment wurde Geppetto von demselben Riesenfisch verschluckt, in dem Pinocchio sich befand. Geppetto rutschte den Schlund des Fisches herab, direkt in seinen Bauch. Plötzlich hörte er ein Kind weinen. Natürlich erkannte er die Stimme sofort. Pinocchio, mein Sohn, endlich habe ich dich gefunden. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Als er die Stimme seines Vaters hörte, umarmte Pinocchio ihn mit Tränen in den Augen.
Es tut mir so leid, dass ich nicht auf dich gehört habe. Vergib mir. Ich werde von nun an alles tun, was du sagst. Als sie sah, dass Pinocchio es dieses Mal wirklich ehrlich meinte, beschloss die Fee, die beiden zu retten. Sie zauberte Pinocchio und Geppetto aus dem Bauch des Fisches heraus und brachte sie ans Ufer. Nach diesem Tag wurde Pinocchio ein braver Junge und hörte von nun an immer auf seinen Vater. Er ging jeden Tag in die Schule und nach der Schule ging er nach Hause und half Geppetto in seiner Werkstatt. Die Fee sah, was für ein toller Junge Pinocchio geworden war und beschloss, ihn zu belohnen. Eines Nachts, als Pinocchio schlief, erschien sie neben seinem Bett und er legte ihm einen Zauber auf. Am Morgen wachte Pinocchio auf und wollte sich wie gewohnt für die Schule fertig machen. Als er aus dem Bett stieg, merkte er, dass etwas anders war. Er sah seine Hände an und dann den Rest seines Körpers. Er war schockiert. Er war nicht mehr aus Holz. Er war ein echter Junge aus Fleisch und Blut. Voller Freude sprang er aus dem Bett und rannte zu seinem Vater. Papa, Papa, schau mich an! Als er Pinocchio als einen echten Jungen sah, war Geppetto sehr glücklich. Endlich habe ich einen echten Sohn! Vater und Sohn umarmten sich sehr fest mit Tränen in den Augen. Pinocchio log nie wieder und seine Nase blieb immer so klein, wie sie war.